Jo Leute, was geht ab? Und willkommen. Heute reagieren wir wieder auf euren Wunsch, auf eine Crime-Story. Genau. Und zwar der Fall Emma Walker. Vorab, neues Video auf JT Family, 18 Uhr ist online gekommen. Bitte abchecken, sehr, sehr witzig geworden. Und wie heißt der Fall? Wenn Stalking tödlich endet. Ja. Okay. Also, sehr interessant, kann jeden von uns treffen. Hattest du mal einen Stalker? Nee, so relevant war ich, glaube ich, noch nie. Du? Ich hatte mal so einen Jungen, den ich sehr, sehr oft gesehen habe. Ich habe zu meinen Freunden immer so gesagt, ey, stalkt der mich? Weil immer, wenn ich irgendwo war, habe ich ihn gesehen. Und irgendwann dachte ich mir, das kann nicht sein. Mhm. Aber dann ist es wieder weggegangen. Ja. Sonst alle gegen sich. Sie wirkten wie aus einem romantischen Hollywood-Film entsprungen. Emma Walker und Riley Gall waren ein klassisches Highschool-Pärchen. Sie eine beliebte Cheerleaderin und er ein erfolgreicher Footballspieler. Einige Neider gönnten ihnen ihr Glück nicht. Aber nichts war so, wie es nach außen schien. Und als die 16-jährige Emma im Herbst 2016 im Schlaf brutal ermordet wurde, begann das perfekte Bild von ihr und Riley zu bröckeln. Mit Hilfe einer ausgeklügelten Falle gelang es der Polizei schlussendlich hinter die trauernde Fassade von Riley zu blicken. Dabei offenbarte sich ihnen Schreckliches, was man aber vielleicht schon lange hätte ahnen können. Der sieht aber jetzt auch nicht so gesund aus. Ja, irgendwie nicht. Kennst du, manchmal sieht man das Menschen an, so ja, mit dass sie so Probleme haben. Genau. Und er ist so einer. Guck mal, anhand eines Fotos, wir so. Nee. Das stimmt was nicht, der bläst am Arsch. Emma Walker wurde am 20. März 2000 in Tennessee geboren. Gemeinsam mit ihrem Bruder Evan wuchs sie bei ihren Eltern Mark und Jill in Knoxville auf. Die Familie wohnte in einem schicken Haus in der Vorstadt und wurde von ihren Nachbarn sehr gemocht. In Knoxville ging Emma auch auf die Highschool. Schon im Freshman-Year konnte sie viele Freundschaften knüpfen und gewann mit ihrer liebevollen, warmherzigen Art die Sympathien fast aller Mitschüler. Auf den ersten Blick mag Emma wie eine klischeehafte, hübsche und oberflächliche Cheerleaderin gewirkt haben. Aber jeder, der sie näher kennenlernte, war überrascht über ihre Bodenständigkeit und Güte. Neben der Highschool arbeitete Emma als Aushilfe in einem Supermarkt. Und in ihrer Freizeit half sie ehrenamtlich im örtlichen Tierheim aus. Ihr größter Traum war es, nach dem College Krankenschwester für Neugeborene zu werden. Leider sollte ihr 2 Jahre später jegliche Gelegenheit dazu genommen werden. Emmas größte Hobbys waren das Tanzen und Cheerleading. Mit 14 wurde sie in das Cheerleader-Team der Highschool aufgenommen. Alle anderen Mädchen im Team waren schon etwas älter, aber durch ihre herausragende Leistung konnte der Coach sie nicht ablehnen. Emma war überglücklich und schnell fand sie auch dort einige Freunde. Da sie das Cheerleading sehr ernst nahm, durfte sie bald mit ihrem Team die Spiele der Footballmannschaft ihrer Highschool begleiten. Emma freute sich, denn sie mochte Football sehr gerne. Aber besonders einer der Spieler hat es ihr angetan. Riley Gall. Riley kam aus einer sehr gläubigen Familie und ging regelmäßig in die Kirche. Er hatte ausgesprochen gute Noten, spielte gerne Videospiele und wurde von seinen Freunden als Spaßvogel bezeichnet. Riley wuchs bei seinen Großeltern und seiner Mutter auf und wollte später den Sprung in die NFL schaffen, um mit seiner größten Leidenschaft Geld zu verdienen. Man hätte ihn als den klassischen Jungen von nebenan bezeichnen können. Schon als sie ihn das erste Mal sah, verguckte Emma sich in den 2 Jahre älteren Riley. Sie schätzte ihre Chancen bei ihm allerdings als sehr gering ein, da dieser damals eine Freundin hatte. Aber je häufiger sie ihm beim Cheerleading auffiel, desto mehr Sympathien entwickelte auch der 16-Jährige für die blonde Schönheit. Kurz darauf beendete er seine Beziehung, da er Gefühle für Emma entwickelt hatte. Und es dauerte nicht lange, bis die beiden ein Paar wurden. Allerdings stand noch ein Schulball an, auf den Riley mit seiner Ex-Freundin gehen wollte, da er ihr das versprochen hatte. Er sprach mit Emma darüber und für sie war das okay. Aber Emmas Eltern Mark und Jill sahen hier schon das erste Warnsignal. Sie fanden es nicht gut, dass Riley nicht zu ihrer Tochter stand. Aber Emma war sehr stur und ließ sich nicht von ihren Eltern beeinflussen. In den nächsten Wochen lernten Mark und Jill Riley besser kennen. Er war fast jeden Tag bei ihnen zu Besuch. Und tatsächlich ließen sie sich davon überzeugen, dass Riley ein höflicher und gut erzogener Junge war. Würdest du es erlauben, dass dein Freund mit seiner Ex zum Ball geht, nur weil er es ihr versprochen hat? Nein. Eigentlich nicht so cool. Emmas Vater beschrieb ihn als sehr zuvorkommend und war froh, dass er seine Tochter so glücklich machte. Dieses Glück teilten die beiden sehr aktiv auf Social Media. Auf Twitter und Instagram fand man zahlreiche Posts mit Pärchenbildern. Emma postete immer wieder Nachrichten wie: Ich kann nicht glauben, wie viel Glück ich habe. Nach außen schien ihre Beziehung perfekt zu sein. 2 beliebte und erfolgreiche Teenager, die sich gefunden hatten. Fast wie in einem kitschigen Liebesfilm aus den 90er Jahren. Doch ihr Glück sollte nicht allzu lange anhalten. Riley weigerte sich, Emmas Freunde kennenzulernen. Und bald störte er sich auch daran, wenn sie sich mit ihnen traf. Dann begann er ihr vorzuschreiben, was sie anziehen sollte. Bestimmte Kleidungsstücke, die ihm zu freizügig waren, verbot er ihr ganz.
Wenn Emma im Supermarkt arbeiten musste, begleitete Riley sie oft, wartete stundenlang darauf, dass sie Feierabend hatte und kontrollierte dabei, dass sie während ihrer Schicht nicht mit anderen Männern flirtete. Aber so fängt es an. Oh, weißt du, was ich meine? Gott. Ja, so fängt es an. So fängt es wirklich an. Weil ich habe auch so viele Freundinnen, wo der Typ so richtig überreagiert bei jeder Kleinigkeit. Die redet nur mit so einem Freund oder keine Ahnung oder irgendjemand quatscht die an und die kann nichts dafür und der reagiert direkt über und die erzählen es mir und sagen so, ja, so, er ist halt so, aber eigentlich meint er es ja nur gut. Ich so, nein, das ist echt krank. Ich finde, also, das fängt immer an, also ich finde, das fängt in den Beziehungen immer so an. Und zwar der Typ ist so zu lieb. Mhm. Er macht alles für dich, er bringt dich zum Lachen, er ist die ganze Zeit für dich da, antwortet dir sau schnell, macht die Überraschungen, zeigt dir ganz Liebe und Aufmerksamkeit, sodass das Mädchen sich so, so stark in ihn verliebt, ja. Und das ist ja quasi das Ziel. Ja. Und dann fängt es an. Dann wird er richtig manipulativ, weißt du? Genau, und dann dreht er das Ganze und dann denkst du dir nämlich, hä, der war ja nicht immer so. Der ist nur gerade so. Das ist halt so, weißt du? Aber er ist halt auch noch so nett und so, weißt du, was ich meine? Ja. Weil er am Anfang so nett war, blendest du das Negative aus. Ja, aber ich denke, genau. Das zum einen und zum anderen, weil die so stark sich in diesen Typ verliebt haben, denken die so, ja, okay, ich zieh das nicht an, ich mach nicht das und so, weil ich liebe dich so sehr, weißt du, so. Ja, genau. Emma fühlte sich von Rileys besitzergreifender Art eingeengt. Sie stritten oft, immer wieder trennten sie sich für ein paar Tage, nur um dann doch wieder zusammenzukommen. Emmas Freunde erzählten später, dass es bei den beiden stets sehr dramatisch zugegangen wäre. Irgendwann spitzte Rileys Verhalten sich zu. Er vertraute ihr nicht und wollte immer wissen, was sie gerade macht und mit wem sie sich traf. Wenn sie unterwegs war, tyrannisierte er sie mit zahlreichen Anrufen und Textnachrichten. Wenn er wütend wurde, schickte er ihr aggressive und beleidigende Nachrichten bei Snapchat. Einmal schrieb er ihr nach einem Streit: "Ich hasse dich. Ich hasse alles an dir. Du bist die größte Bitch, die ich je kennengelernt habe." Kurz darauf fügte er hinzu: "Du bist tot für mich. Ich werde bald deinen Namen den Todesanzeigen lesen." Okay, das Letzte ist wirklich sehr, sehr hart. Aber es fängt schon so an, wenn er sagt, ich hasse dich, du bist eine Bitch oder so. Kein Typ, der dich liebt, würde das sagen, wenn man sich hasst. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man sich wirklich liebt und man streitet, dann ist man vielleicht genervt oder hat keinen Bock gerade auf den anderen und man ignoriert sich so ein bisschen. Mhm. Aber wenn man so gewalttätig wird, beleidigt oder so, dann liebt die Person dich nicht. Nein, niemals. Vor allem, wenn die mit dem Tod droht, er sagt ihr einfach, dass sie bald sterben wird, weißt du, ich meine, so sehr hasst er sie. Emma bekam Angst und erzählte ihren Eltern von den Nachrichten. Mark und Jill waren schockiert. Sie stellten Riley zur Rede. Dieser entschuldigte sich und sagte, dass das ja nicht ernst gemeint war. Er sei bloß wütend gewesen. Doch Emmas Eltern waren nicht überzeugt. Sie redeten auf ihre Tochter ein, dass sie die Beziehung endgültig beenden sollte. Doch wie das bei Teenagern so ist, wollte Emma sich nichts von ihren Eltern vorschreiben lassen. Daraufhin verboten sie Riley, das Haus zu betreten und nahmen Emma ihr Handy weg. Doch als sie Riley davon erzählte, schenkte dieser ihr einen iPod Touch, über den sie weiter kommunizierten. Alle weiteren Versuche von Emmas Eltern, die beiden zu trennen, scheiterten. Und so führten sie fast 2 Jahre lang eine sehr toxische On-Off-Beziehung. Ende Sommer 2016 schloss Riley dann die Highschool ab und ging auf ein 30 Minuten entferntes College. Emmas Eltern waren erleichtert und erhofften sich, dadurch, dass sich die Teenager nun nicht mehr so oft sehen konnten, endlich etwas Freiheit für ihre Tochter. Ja. Als das aber nicht klappte und sich die beiden weiterhin dateten, verboten Mark und Jill ihrer Tochter sämtlichen Kontakt zu Riley. Doch Emma schlich sich heimlich aus dem Haus raus oder gab vor, Freunde zu treffen, um ihn zu besuchen. Als Emmas Eltern das erfuhren, zogen sie klare Grenzen. Emma durfte von nun an nur noch zur Schule und zum Cheerleader-Training gehen. Oft fuhren sie die 16-Jährige zu ihren Terminen und holten sie anschließend auch direkt. Guck mal, was Eltern alles für einen machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Eltern, Leute, wirklich, die Eltern wissen es meistens immer am besten. Also eure Eltern haben so einen Instinkt und die spüren Sachen, die ihr nicht spürt. Guck mal, hätte sie einfach auf ihre Eltern gehört, gell, wer weiß, was dann passiert wäre, weißt du? Ja. Deswegen hört wirklich immer auf eure Eltern und folgt deren Nasen. Wie wird sie jetzt noch leben? Die Einengung, die Emma durch Riley erfahren hat, wurde durch die Regeln ihrer Eltern ersetzt. Oh, okay. Die Trennung. Die Strategie der Eltern schien aufzugehen. Emma und Riley trafen sich tatsächlich nicht mehr. Und Emma wirkte auf sie endlich wieder unbeschwert und fröhlich. Bald darauf postete Riley auf Snapchat einige Bilder, auf denen er anderen Mädchen von seinem College sehr nah war. Emma wurde wütend. Sie fand, dass sie etwas Besseres verdient hatte und beendete, sehr zur Freude ihrer Eltern, ihre Beziehung zu Riley endgültig. Während es Emma in den nächsten Tagen zunehmend besser ging, rutschte Riley immer weiter ab. Ihn nahm die Trennung so sehr mit, dass er einige Tage später einen Selbstmordversuch unternahm. Er schluckte mehrere Schmerztabletten und spülte die Tabletten mit einer großen Menge Alkohol herunter.
Glücklicherweise wurde er noch rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Riley überlebte. Jo, ich sag's euch, der hatte Probleme. Ja, der hat auf jeden Fall Probleme. Der hat Vertrauensprobleme. Ja. Der hat Bindungsprobleme. Niemand, der sich umbringt, ist gesund, Leute. Leute, ja. Die sich, also, wisst ihr, der eine denkt mal drüber nach oder so, okay, aber das ist schon sehr, sehr schlimm. Ja. Aber wenn man es tut, dann ist man nicht gesund. Ja. Das macht kein gesunder Mensch. Ja. Aber daran merkt man, wie sehr er die Kontrolle halten wollte. Wisst ihr, er wollte bestimmt die Kontrolle über alles halten. Mit wem sie redet, wann sie wo ist, wann sie dort wieder nach Hause kommt und das. Und mit wem sie sich umgibt und so alles. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und als sie dann die Kontrolle übernommen hat, indem sie Schluss gemacht hat, ist er ausgetickt und war so wütend und so enttäuscht von sich selbst, dass er sich das Leben sogar deswegen nehmen wollte. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Daran merkt man, was ein Control-Freak der war. Am 18. November 2016 spitzten sich die Dinge dann zu. Vor allem, das ist jetzt vor kurzem passiert. Das ist gar nicht so lange her, ja. Also, es ist frisch eigentlich. Emmas Highschool hatte ein wichtiges Footballspiel gewonnen und feierte eine Party. Aufgrund Emmas gutem Benehmen in den letzten Wochen erlaubten ihr ihre Eltern, die Party zu besuchen. Doch unbeschwert feiern konnte sie nicht, denn gegen 23.30 Uhr bekam sie komische Textnachrichten von einer unbekannten Nummer. Die Person schrieb: Ich habe jemanden, den du liebst. Ich werde ihm wehtun, wenn du nicht rauskommst. Komm alleine. Emma versuchte, sich abzulenken, damit zu beruhigen, dass das sicherlich nur ein blöder Streich von Rileys Freunden war. Kurz darauf sendete ihr die Nummer weitere Nachrichten. Es ist eine Schande, dass du das alles hier liest und das Leben einer anderen Person dennoch nicht wertschätzt. Als sie darauf auch nicht reagierte, fragte der unbekannte Absender, ob sie Riley gar nicht mehr lieben würde und ob sie hören wolle, wie er vor Schmerzen schreie. Wenn du sowas bekommst, würdest du rausgehen? Nein. Natürlich nicht, ne? Natürlich nicht, ich würde die Polizei anrufen. Ja. Guck mal, würde mir das so jemand schreiben, ich glaube, ich würde nicht so viel darüber nachdenken. Aber würde ich jetzt die Nachrichten bekommen, wo er schreit? Gell, also falls es jetzt so kommt, keine Ahnung, gell. Dann wo er schreit. Weil er hat gerade, der Erzähler hat gerade gesagt, dass der Typ, der ihr geschrieben hat, gesagt hat, liebst du Riley nicht mehr, soll ich dir Nachrichten schicken, wo er schreit? Hast gerade nicht so. Ach so, gehört? Okay. Auf jeden Fall würde ich jetzt so Nachrichten bekommen, also falls er so welche schickt, dann, das ist gerade voll kompliziert, dann würde ich die Polizei anrufen. Und du? Ich glaube, ich würde direkt die Polizei anrufen, wenn ich so eine Nachricht bekomme. Wenn jemand mir schreibt, ey, ich habe jemanden, den du liebst, komm runter oder, keine Ahnung, eben passiert was Schlimmes, direkt Polizei. Du weißt, ich bin, ja. Okay. Du hattest Bauchschmerz, ich Notaufnahme. Direkt Notaufnahme. Kurz darauf bekam Emma einen Anruf. Als sie diesen annahm, hörte sie Riley am anderen Ende der Leitung weinen und ihren Namen rufen. Nun bekam die 16-Jährige doch Angst und begann, sich Sorgen zu machen. Sie bat ihre Freunde, gemeinsam mit ihr nach draußen zu gehen. Vorsichtig begaben sie sich raus in die Dunkelheit. Oh. Sie schauten sich... Junge, sie ist einfach mit ihren Freunden rausgegangen. Da kann jeder Idiot draußen sein, genau. Und sie töten oder ihr was antun. Ja, was sollen ihre Freunde tun im schlimmsten Fall? Ja. Oh. Bemerkten am Straßenrand jemanden, der auf dem Boden lag. Als sie näher kamen, sahen sie, dass es sich bei der Person um Riley handelte. Dieser begann sich aufzurichten und hielt dabei seinen schmerzenden Kopf. Als er Emma sah, wirkte er überrascht. Sie fragte ihn, was er hier mache, und Riley antwortete, dass er das nicht wisse. Er wäre von zwei Männern entführt worden, und nachdem er mit Emma telefoniert hatte, hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen und sei dann hier aufgewacht. Ja. Emma war wütend und begann... Der war das selber. Er hat es selbst gemacht, Leute. Ja. Der war das selber, der wollte wieder Kontakt zu ihr aufnehmen. Deswegen, ja. Wie soll ich das machen? Da hat er so. Das ist krankhaft. Das ist echt krank. Er schreibt dir extra von einer anderen Nummer Nachrichten, dass irgendwas Schlimmes ist und wenn sie nicht rauskommt, dann wird er verletzt. Und er schreit sogar und so. Und er schreit und sowas. Und danach steht auch, sagt so: Keine Ahnung, was ich mache, ich wurde entführt. Ja. Ey, der ist krank. Das ist krank. Das ist echt krank. Sie wusste nicht, ob sie ihm glauben sollte und bat Riley darum, sie endlich in Ruhe zu lassen, damit sie mit ihm abschließen könne. Emmas Freunde wollten die Polizei rufen und die Entführung melden. Doch Riley weigerte sich. Er wollte nur noch nach Hause. Die anderen ließen sich von ihm überzeugen und blieben bei Riley, während dieser seinen guten Freund Noah anrief und sich abholen ließ. Auch Noah erzählte er, dass er entführt worden wäre. Später berichtete Noah der Polizei, dass er das von Anfang an für eine Lüge gehalten habe. Guck mal, sogar der Freund, so, der beste Freund hat ihn nicht geglaubt. Ah. Das heißt einiges. Ja. Und wenn die Freundin sagt, ey, ich glaube ihm und sowas, dann ist es vielleicht noch so blind vor Liebe. Ja, ja. Aber der Freund, Leute, so, ja, der wird nicht von Liebe beeinflusst. Der kennt der ihn auch ganz am genau, besten. Ja, was da läuft. Ein paar Tage später war Emma morgens allein zu Hause. Sie war später mit ihrer Mutter in der Stadt verabredet und machte sich gerade dafür fertig, als sie zufällig aus dem Fenster guckte. Vor dem Haus stand ein Mann ganz in Schwarz gekleidet, seine Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass man ihn nicht erkennen konnte. Oh. Dann beobachtete Emma, wie sich der Mann ihrem Haus näherte. Und kurz darauf hörte sie, wie er lautstark gegen die Tür hämmerte. Emma bekam Panik und wusste nicht, was sie tun sollte. Mittlerweile klingelte der Unbekannte auch noch Sturm und machte eindeutig klar, dass er ins Haus wollte. Wenn nötig, mit Gewalt. Ey, vor sowas habe ich immer Angst. Leute, also falls der Typ, der bei uns einbrechen will,
zuschaut, hör kurz weg. Aber falls jemand bei uns einbrechen sollte, wir haben hier so einen begehbaren Schrank. Ich träume immer davon, wie ich da reinlaufe. Da hinten ist Narnia. Also. Da hinten ist Narnia. Also da kommen nur wir rein. Nein, ich habe so einen Tick. Immer wenn es irgendwie an der Tür klingelt, der Postbote da ist und so. Aber es kann ja jeder andere auch sein. Ja. Ich muss immer erst mal durch Schlüsselloch gucken. Durch Schlüsselloch. Durch dieses Ding. Was ist das nochmal? Schlüsselloch. Nein, was laberst du? Nein, das ist unten. Guckloch. Okay, durch das Loch. Muss ich erst mal schauen? Durch das Türloch? Okay, meine Güte, durch das fucking Loch, ja. Lass mal gucken, wer da ist. Und wenn da der Postbote ist, sage ich Passwort. Nein, übertreibst du jetzt. Die wissen mittlerweile das Passwort. Das Passwort ist Donut. Nein, da lasse ich die rein. Aber ich denke immer so, was ist, wenn ich die Tür aufmache? Da ist jemand, der mich umbringen will, weil ich, Leute, ich habe da richtig Paranoia. Ja. Er macht sein Bein so zwischen die Tür-Ding, Spalte. Und danach kann ich sie nicht zumachen. Dann kommt der rein, dann zack. Und dann denke ich mir so, ich gucke lieber das Loch. Ja, ich gucke aber auch immer durchs Loch erst. In ihrer Verzweiflung schrieb sie Riley. Ich hasse dich, aber ich brauche dich jetzt hier. Riley antwortete, dass er sich sofort auf den Weg machen würde. Irgendwann hörte das Klopfen auf und Emma wartete im Haus, bis Riley ankam. Sie war ihm sehr dankbar, dass er sofort losgefahren war. Nachdem Riley die Umgebung abgesucht hatte und den Mann nicht mehr finden konnte, setzten sich die beiden in die Einfahrt und unterhielten sich. Emmas Mutter, die vergeblich auf ihre Tochter in der Stadt gewartet hatte, begann sich Sorgen zu machen und fuhr nach Hause, um nach Emma zu sehen. Als sie ankam, sah sie die beiden Teenager in der Einfahrt sitzen. Sie war sauer und erinnerte Riley daran, dass er nicht hier sein durfte. Dieser entschuldigte sich und sagte, dass er Emma nur helfen wollte. Jill forderte ihn auf zu gehen und Riley leistete ihrer Bitte sofort Folge. Kapitel 3, der Mord. Oh, jetzt Junge. Geht's. Jetzt fängt's an. Sie war sehr aufgelöst aufgrund der vermeintlichen Entführung Rileys und dem komischen Mann, der an ihre Tür gehämmert hatte. Deswegen fuhren ihre Eltern sie zum Supermarkt und holten sie auch wieder ab. Am Abend war die 16-Jährige schon etwas beruhigter. Sie machte sich bettfertig, sagte ihren Eltern gute Nacht und legte sich schlafen. In dieser Nacht wurde Mark durch einen lauten Knall aufgeweckt. Es hörte sich an, als hätte jemand mit voller Kraft eine Tür zugeschlagen. Emmas Vater setzte sich auf. Da hörte er das Knallen ein zweites Mal. Besorgt stand er auf und sah sich im Haus um. Aber alles war ruhig. Er schaute auch in die Zimmer von Evan und Emma, machte allerdings kein Licht an, um seine Kinder nicht aufzuwecken. Beide schienen friedlich zu schlafen. Beruhigt ging er zurück ins Bett. Am nächsten Morgen machte sich Emmas Mutter fertig für die Arbeit. Gegen 6 Uhr versuchte sie Emma für die Schule zu wecken, doch ihre Tochter reagierte nicht. Das war ungewöhnlich, da Emma sonst einen sehr leichten Schlaf hatte. Jill ging in das Zimmer ihrer Tochter, rief ein paar Mal ihren Namen, rüttelte an Emmas Bein und drehte sie schlussendlich im Bett um. In diesem Moment bemerkte sie, dass Emma eine Schussverletzung am Kopf hatte. Völlig in Panik rief sie sofort einen Rettungswagen. Als die Sanitäter in das Zimmer der Teenagerin kamen, gab es die traurige Gewissheit. Emma war tot. Zunächst ging sie von einem Unfall oder einem Suizid aus. Warte mal, er hat sie einfach in den Kopf geschossen? Anscheinend. Aber wie hat er das gemacht? Hä? Aber warte mal. Wenn man jemanden abknallt, dann macht das auch so ein Geräusch. Also man weiß, wie sich das anhört. Das ein Schuss? Ja, genau, ein Schussgeräusch auch noch. Was denn sonst? Ja, Trompete oder was? Tritt mach keinen Witz jetzt, Digga. Nein, der Vater hat ja was gehört. Ist ja aufgeklärt. Ja, er hat gesagt, es hat sich angehört wie eine Tür, die zugeschlagen wurde. Ja, aber der war doch nicht da. Hä, wie ist er denn in ihr Zimmer gekommen? Vielleicht hat er es durchs Fenster geschossen. Ebenfalls alarmierte Polizei kam dazu und untersuchte den Raum. Dabei bemerkten sie 2 kleine Einschusslöcher in der Hauswand. Gerade einmal so breit wie ein schmaler Bleistift. Dadurch war klar, es war kein Suizid. Jemand hatte Emma ermordet. Jemand, der genau wusste, wo ihr Schlafzimmer war und wo das Mädchen schlief. Alle von Emma... Warte mal, er hat durch die Wand geschossen. Das heißt, er war ja so oft bei ihr, gell? Er wusste bestimmt, ey, hier ist das Fenster von ihr, ihr Bett ist ungefähr hier, sie liegt ungefähr da. Dann hat er durch die Wand geschossen. Weißt du, ich glaube? Ich glaube, er hat da Löcher reingemacht, als sie nicht zu Hause war und konnte da durchgucken, dann hat er durchgeschossen. Ja, das kann auch sein. Oh, das ist ein Lachenfall. Nein, bitte nicht. Okay. Weil hier, klar. Bitte, bitte nicht. Sorry, Leute. Also, klar kann man ja den Raum kennen. Ey, nein! Leute, kennt ihr das? Wir haben 2 Uhr. Also, jetzt hat es nichts mit der Story zu tun. Wir haben gerade einfach so ein Lachflash. Nee, ich hab, weil Tutti hat gerade gesagt, Tutti hat widersprochen. Ich so, also okay. Und dann auf einmal mussten wir lachen, egal. Okay. Also. Jetzt mach. Und klar. Ja.
Klar kann man ja den Raum kennen, er war oft bei ihr, er weiß ganz genau, wie, wo, was liegt, ja. Ja. Aber er kann ja nicht einfach durch eine Wand schießen. Aber gut, bei den Amerikanern geht es ja, weil die haben ja keine richtige Wand. Die haben so Pappe, ja. Pappe, ja. Aber trotzdem kann er doch nicht so ziehen, dass er ihr Kopf trifft. Ja, ja. Bestimmt er muss hat davor, er davor irgendwie Löcher gehabt genau, haben. Genau, genau. Das ist echt sehr gut, Totti. Danke, Bro. Freunden wurden befragt. Und in der Schule machte das Gerücht die Runde, dass die 16-Jährige an einer Überdosis gestorben war oder sich umgebracht hatte. Boah, sie war 16. Als durch die Befragung schnell klar wurde, dass das nicht stimmte und Emma ermordet wurde, verwiesen viele Mitschüler auf Riley, da sie mitbekommen haben, wie dieser zuletzt mit ihr umgegangen ist. Aber hier sie ist war es schon, erst 16, Leute. Ja, und hier ist es schon wieder so. Sie ist gestorben und es war jemand aus dem engen Umkreis. Ja, genau. Bei den letzten Videos war es ja auch meistens so, die Polizei sucht doch erstmal bei Leuten im engen Umkreis. Sprich, der Mann, die Eltern, ja. Die, dann kommen so Onkel, Cousin, der zum Beispiel näher Grades, steht. Dritten Grades. Ja, genau. Okay, so ich bin Tutti, so Tutti, ehrenlos. Tutti ist so ein gottloser oh Mensch. Gott, okay, das Ding ist, ich reagiere lieber so auf Videos, wo man so lacht und so, aber ihr wollt ja solche Videos Aber ihr wollt solche und Tutti kann sich nicht damit identifizieren. Keine Schwäche sein. Riley wurde verhört. Die Ermittler fanden, dass er aufrichtig bestürzt wirkte. Er wurde nicht weiter verdächtigt. Auf Twitter und Instagram postete Riley zahlreiche Gedenkposts für Emma und zitierte aus der Bibel. Einmal schrieb er zum Beispiel... Nein, jetzt war das sorry. Stoppe. Er ist gottlos, nicht du. Er. Also wirklich. Aber das machen so viele Täter, Leute, wenn ihr euch mal wirklich mit so Fällen auseinandersetzt. Gell? Immer die Täter, die helfen bei, wenn das Kind verschwunden ist, dann plötzlich der Täter, der Nachbar war oder so, gell? Ja. Der sagt plötzlich so, boah, ich bin direkt ganz vorne und suche nach ihrer Tochter. Oh, ich bin der Erste, der mit der Polizei zusammenarbeitet. Ja. Oh, ich bin der Erste, der was auf Facebook das postet. Das ist halt so schlau. Ich bin der Erste, der die Kerze anzündet. Da gab es sogar einen, der hat sogar ein Trauergebet ausgesprochen, als die Leiche gefunden wurde, obwohl er sie umgebracht hat. Der hat sogar die Rede gehalten. Also wirklich, es gibt Leute, die versuchen so realistisch wie möglich rüberzukommen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt richtig krank, wenn man sowas da noch macht. Ja. Also er weiß, er hat ihr Leben genommen und dann postet er noch so Sachen. Wie geht das? Ja, gottlos das einfach. Ist halt wirklich krank. Ruhe in Frieden, Liebling. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin mir sicher, du bist jetzt an einem besseren Ort. Seine Freunde machten sich Sorgen, dass er den Tod seiner großen Liebe nicht verkraften würde, da er bereits nach der Trennung einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Doch dann wendete sich das Blatt. Zunächst suchte die Polizei nach dem schwarz gekleideten Mann, der an Emmas Tür gehämmert hatte. Eine Überwachungskamera, ein paar Häuser weiter, hatte ihn aufgenommen. Daraufhin meldete sich eine Nachbarin von Emma. Sie sagte, sie hätte den Mann an dem Tag gesehen und ihn erkannt. Es wäre eindeutig Riley Gall gewesen. Sie hatte ihm sogar zugewunken und er hatte zurückgewunken. Das dumm, machte die Digga. Polizei stutzig. Aber das war auch klar, dass er es war, weil die, guck mal. Ja, ja, das war klar. Ja, er macht das extra, damit sie Angst bekommt. Weißt du, was ich meine? Sie ruft ihn dann an und sagt, ey, bitte helf mir, rette mich. Und er ist der große Retter. Er sagt, ich fahre direkt los. Dabei ist er schon unten. Dann hat auch das Gehämmer aufgehört und dann war er da. Wow, was ein Zufall. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber wie dumm, dass er schwarz gekleidet hingeht. Er weiß, Leute werden ihn sehen. Sie wird jetzt sterben. Ja. Jeder wird befragt und sowas. Und er winkt einer Nachbarin zu. Ja, daran merkt man, das ist kein Auftragskiller oder irgendwas, sondern er ist echt so ein Amateur. Und bald folgten noch mehr interessante Zeugenaussagen. Alex, ein guter Freund von Riley, sagte bei der Polizei aus, dass dieser ihm ein paar Tage vor Emmas Tod erzählt habe, dass er den Revolver seines Großvaters gestohlen habe. Alex wäre besorgt gewesen. Oh mein Gott! Tutti, ich will's hören! Warte, er sagt seinem Freund, ey, ich habe die Waffe von meinem Vater geklaut. Von seinem Opa, glaube ich. Was würdest du noch sagen? Da, Tutti, das sind Kinder. Du merkst doch, der kennt sich nicht aus. Aber das ist jetzt wirklich... Das ist halt echt, das ist einfach dumm, ne? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so, oh, wir müssen herausfinden. Ja. Aber das ist ja eindeutig. Aber Wochen zuvor. Doch Riley hätte ihm versichert, dass er sich nichts antun wolle, sondern dass er die Waffe nur zur Selbstverteidigung geklaut hätte. Schließlich sei er entführt worden. Und dann hätte auch noch jemand Emma aufgelauert und an ihre Tür gehämmert. Da wäre es nötig, dass er etwas zur Selbstverteidigung bei sich hätte. Und tatsächlich hatte Rileys Großvater 2 Tage zuvor seinen Revolver als gestohlen gemeldet. Daraufhin wurde Riley erneut verhört. Er wurde befragt, wo er sich zum Tatzeitpunkt befand. Der 18-Jährige sagte, dass er bei seinem Freund Noah gewesen wäre. Die Polizisten fragten, ob er dort auch übernachtet hätte. Riley sagte, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das getan habe. Dann fragten sie ihn, ob sie nur zu zweit gewesen wären. Daraufhin antwortete er, ich bin mir ziemlich sicher, dass sonst niemand da war. Die Ermittler fanden diese Antworten sehr sonderbar. Schließlich lag das Ganze erst eine Woche zurück. Eigentlich müsste man sich daran noch gut erinnern können. Komisch war auch, dass er Emmas Namen nie erwähnte. Er sagte immer nur, das Mädchen, wenn er von ihr sprach. Plötzlich wirkte Riley extrem emotionslos auf die Polizisten.
Weiter erzählte Riley, dass er das Mädchen versucht habe zu erreichen, aber sie ihn blockiert hätte. Daraufhin hätte er sich im Auto Fotos von ihnen beiden angeschaut und geweint. Später hätte er dann noch seinen Opa besucht. Aufgrund Noahs Aussagen fragten sie ihn nach den Waffen seines Großvaters. Sie fragten, ob er auf sie Zugriff hätte, ob er je eine genommen hätte und ob er jetzt eine besäße. Riley verneinte alles. Noah hatte auch erzählt, dass Riley wissen wollte, wie man Fingerabdrücke von einer Waffe entfernen könne. Jawohl, hat er auch gefragt, Dings, wenn ich jemanden umbringe, wie genau mache ich das? Oder das wenn ist ich jemanden Einzige, umbringe, fehlt. Würdet ihr mich verraten? Ja, genau, das war das Einzige, was noch fehlt, Bruder. Hätte er das aber nie gefragt. Außerdem hatten andere Freunde von ihm ausgesagt, dass er ihnen die Waffe auf dem Campus gezeigt hätte. Die Polizisten konfrontierten ihn damit. Aber auch das stritt er ab. Am Ende des Verhörs sagte er, ich hoffe wirklich, dass sie nicht denken, dass ich ihr etwas angetan habe. Ich würde eher mich selbst verletzen, bevor ich das Mädchen verletze. Als Riley aus dem Verhör kam, schrieb er direkt Noah und fragte, warum dieser ihn verraten habe. Noah antwortete, wenn du nichts getan hast, brauchst du doch auch nichts zu befürchten. Ja. Ein paar Tage später bekamen Alex und Noah mit, wie Rileys Mutter in seinen Sachen nach der Waffe suchte. Riley war wütend und sagte ihr, er habe sie nicht. Die beiden Freunde fanden Riley inzwischen sehr verdächtig. Sie glaubten mittlerweile, dass er das Verbrechen begangen haben könnte. Riley hatte all seinen Freunden verboten, bei der Polizei über ihn zu sprechen. Alex und Noah sagte er, dass er das nur gesagt habe, weil er erst die Waffe loswerden müsse. Er wollte nicht für etwas belangt werden, was er nicht getan habe. An dieser Stelle nahm die Geschichte eine interessante Wendung. Noah und Alex gingen gemeinsam zur Polizei und berichteten von ihrer Vermutung. Während er vor der Polizei immer wieder betont hatte, dass er den Revolver nicht habe, gestand Riley mittlerweile mehrfach vor Alex und Noah, dass er ihn in Wirklichkeit doch gestohlen habe. Die beiden wollten nun mit den Ermittlern zusammenarbeiten, um ihn zu überführen. Gemeinsam überlegten sie sich einen ausgeklügelten Plan. Die beiden taten so, als würden sie Riley helfen wollen, die Waffe zu entsorgen. Sie verabredeten sich mit ihm zum Videospielen. Ganz so wie früher saßen sie bei Riley zu Hause und spielten ein paar Spiele. Was dieser allerdings nicht wusste, Noah und Alex trugen Mikrofone. Und in dem Schlüsselbund, welcher auf dem Tisch lag, war eine Kamera, die auf Riley gerichtet war und ihre Aufnahmen direkt an die Polizei übertrug. Richtig stark von den Jungs, aber auch mutig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Riley die zum Beispiel, keine Ahnung, erschießt oder so, gell? Yeah. Aus Wut, weil ich meine, er hat auch Emma geliebt und hat sie ermordet, weißt du, was ich meine? Weil guck mal, wenn die sagen, ey, ich glaube, unser Kumpel hat seine Freundin ermordet und danach plant die Polizei, das war bestimmt der Plan, das war bestimmt die Idee der Polizei, hey, ihr geht dorthin, ihr zockt bis mit dem und danach nehmen wir alles auf, ja? Mhm. Vielleicht ist Riley so schlau, aber eher nicht, so wie er sich bis jetzt verhalten hat und denkt sich so, ey, es wird herauskommen, dass ich's war, ja? Ja. Also lade ich die zu mir ein oder ich sage zu, dass sie zu mir kommen und sowas und danach erschieße ich die und dann mich. Das machen auch sehr viele Mörder. Die bringen immer Leute um und dann, wenn sie gefasst werden, bringen sie sich selber. Weil er hatte ja schon Selbstmordversuche, weißt du? Ja, genau. Ja, kann sein. Zeit sprachen sie ihn auf Emma. Riley betonte wieder, dass er ihr nie etwas angetan hätte. Er forderte seine Freunde dazu auf, ihre Aussagen bei der Polizei zu widerrufen. Sie sollten sagen, dass sie verwirrt und auf LSD war. Um ihn in Sicherheit zu wiegen, stimmten die beiden zu. Er sei sich sicher, dass sich Emma selbst erschossen hätte, weil sie das kontrollierende Verhalten ihrer Eltern nicht mehr ertragen konnte. Aber er hätte Angst, dass die Polizei das nicht erkennen und stattdessen ihn verdächtigen würde, da er die Waffe seines Großvaters gestohlen habe. Dann bittet Riley, Noah und Alex, ihm dabei zu helfen, den Revolver zu entsorgen. Die beiden spielen mit und gemeinsam fahren sie zu Rileys Stiefvater. Dort hatte er die Pistole die letzten Tage versteckt gehalten. In einer Plastiktüte verpackt legte Riley die Waffe auf den Rücksitz. Dann holten sich die drei etwas Fastfood und aßen es auf einem nahegelegenen Parkplatz. Noah und Alex waren die ganze Zeit über in einem Gruppenchat mit der Polizei und informierten diese regelmäßig über alles, was passierte. Mit Zivilautos verfolgte diese die Jungs, bereit jeden Moment einzugreifen. Nachdem sie gegessen hatten, fuhr Riley auf einen anderen Parkplatz nahe dem Tennessee River. Dort wollte er die Waffe entsorgen. Als er dafür gerade Handschuhe anzog, informierten Noah und Alex die Polizei, welche sofort eingriff. Sie umstellten das Auto. Riley war panisch, kooperierte aber mit der Polizei. Er wurde festgenommen und aufs Revier gebracht. In der Plastiktüte fanden die Ermittler nicht nur den Revolver, sondern auch schwarze Kleidung. Sie vermuteten, dass es die war, die er anhatte, als er verkleidet an Emmas Tür hängte. Oh mein Gott. Er hat eiskalt alles, was ihn quasi schuldig machen könnte, da reinverpackt in eine scheiß Plastiktüte und geht's doch mit den Freunden, mit die den verpetzt Freunden, haben. Ja, ich höre. Alter Schwede. Man merkt echt richtig, er ist ein Amateur. Obwohl die Trennung nicht verkraftet und wollte sie verzweifelt zurückgewinnen. Das gipfelte dann darin, dass er sie umbrachte. Riley Gall wurde wegen Mordes angeklagt. Es dauerte aber fast anderthalb Jahre, bis es endlich zum Prozess kam. Im Mai 2018 begann die Anhörung vor Gericht.
Die Auswertung von Rileys Handy hatte ergeben, dass er sich zum Tatzeitpunkt bei ihrem Haus befand und nicht mit Noah beim Campus, wie er ursprünglich angegeben hat. Autsch. Alle warteten ungeduldig auf die Aussage von Rileys Anwalt. Überraschenderweise gestanden die Verteidiger von Riley direkt, dass dieser Emma tatsächlich getötet hatte. Allerdings wäre es ein Unfall und kein Mord gewesen. Riley wollte unbedingt wieder mit Emma zusammenkommen. Um ihr Angst zu machen, täuschte er erst seine Entführung vor und hämmerte dann gegen ihre Haustür, als sie alleine zu Hause war. Er wollte ihren Beschützer spielen und sie so wieder für sich gewinnen. Ja, ja, das, genau, auch das haben wir uns auch gedacht, ja, ja, und auch gesagt. Wollte er ihr auch nur Angst machen und sie nicht treffen. Er hatte gehofft, dass sie sich anschließend wieder bei ihm melden und ihn fragen würde, ob er vor... Warte, er sagt vor Gericht oder der Anwalt beziehungsweise, dass er abgedrückt hat, ja, und dass er auch am Tatort war, als sie gestorben ist. Ja. Aber er wollte nur woanders hin zielen quasi, damit im Zimmer aber, wo sie geschlafen hat, geschossen wurde und sie dann ihn anruft und sagt, oh mein Gott, du musst zu mir kommen, mich beschützen und so. Soll ich nicht sagen, dass er aus Versehen den Kopf getroffen hat? Nee, niemals. ...kommen und sie beschützen können. Nie hätte er geahnt, dass die Schüsse durch die Hauswand durchdringen und sie töten würden. Die Anklage zweifelte diese Aussage allerdings an. Sie waren überzeugt, dass es ein kaltblütiger Mord war. Die Kugeln wären genau dorthin geschossen worden, wo Emma schlief und wo sich ihr Kopf befand. Gerade Riley, der oft zu Besuch war, hätte das wissen müssen. Hätte man ihr nur Angst machen wollen, hätte man woanders hinschießen können. Aber diese Stelle zielte eindeutig darauf ab, sie zu treffen. Oha. Ja, safe. Weil guck mal, würde ich jetzt jemand Angst machen wollen und ich sollte in sein Zimmer schießen, dann würde ich oben irgendwo hinschießen. Weißt du, wo ich weiß, das trifft sie sicher, ja, nicht. Ja, wie das klingt, so, also man hätte auch woanders hinschießen können. So, man soll gar nicht schießen. Man soll gar nicht schießen, klar. Aber man hätte, guck mal, es sind 4 Wände und es ist so viel Platz. Und er schießt genau, da war ein Bett, ist schon unwahrscheinlich, aber genau in den Kopf, ja, auch. Weißt du, was ich meine? Man kann es auch übertreiben. Also so unwahrscheinlich auch nicht. Über 30 Zeugen wurden innerhalb der nächsten Wochen verhört. Am 8. Mai 2018 stand das Urteil dann nach einer 5-stündigen Besprechung fest. Riley wurde als schuldig... Unser Akku war gerade leer, wir sind wieder am Start, let's go. Sorry. Oh, endlich. Riley wurde als schuldig befunden. Wie war der bekommen? Er wurde wegen Mordes zu 60 Jahren Haft verurteilt. 60 Jahre, das ist Amerika. Jahre. Das ist Amerika. Das ist Great America. Amerika, die machen wirklich richtig. In Deutschland? 15 Jahre. 15 Jahre. Wenn es hart drauf ankommt. Ja, ja. Oder... Er war psychisch nicht imstande dazu, also 3 Jahre. Ich schwöre. Oh, Junge. Nach 50 Jahren dürfen die verbleibenden Jahre... Aber warte mal, wenn er damals 18 war, weil er war 2 Jahre älter, sie und sie ist mit 16 gestorben, also weil er 18 plus 60 sind. Genau, 74. Ne? Ist 78. Dann wird er rauskommen. Mit, ja, 78. Ja. Wegen Mordes zu 60 Jahren Haft verurteilt. Frühestens nach 50 Jahren dürfen die verbleibenden Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Dann wäre Riley allerdings bereits 70 Jahre alt. Abschließend richtete Riley seine letzten Worte direkt an Emmas Familie. Er sagte, es tut mir leid, dass ich euch Emma weggenommen habe. Dass ich euch die Möglichkeit genommen habe, eure Tochter aufwachsen zu sehen. Ich habe Emma geliebt. Das Einzige, was ich machen kann, ist ehrlich zu sein und die Wahrheit über die Nacht zu erzählen. Und die Wahrheit ist, dass ich sie nur erschrecken wollte. Ich wollte sie so heftig erschrecken, dass sie keine andere Wahl gehabt hätte, als wieder mit mir zu reden. Mir wieder zu vertrauen. Ich wäre da gewesen, um sie zu trösten. Um sie wieder zurückzugewinnen. Oh mein Gott. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke oder an das, was ich getan habe. Ich weiß, dass es weder vergeben noch vergessen werden kann. Ich wollte sie nie töten, sie nie verletzen. Nochmal, es tut mir wirklich leid. Hä, irgendwie glaube ich ihm nicht. Ich glaube ihm nicht, er ist krank. Ja, er ist wirklich krank, weil jetzt denke ich Leute so, oh Mann, der Arme und so. Und irgendwie muss er auch mit ihm Mitleid haben. Nein, er ist Täter, sie ist Opfer. Sie ist tot und er lebt noch zu einem Gefängnis. Aber trotzdem war das mit Absicht, das war seine Absicht. Ja, glaube ich auch. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das war's auch schon, Leute. Also, checkt auf jeden Fall den ersten Link ab, um auf den Kanal zu stoßen. Ansonsten liken, abonnieren, kommentieren. Ja, Mann. Was haltet ihr von dem Kanal? Wir checken gerade so ein bisschen mehrere ab, um zu gucken, wo der Vibe passt und so. Mhm. Und ja, Mann, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis morgen. Liken, abonnieren, kommentieren. Tschüss.